Hallo zu Vlogmas Nummer 18. Ja, gestern habt ihr ja gemerkt, war ein richtig mieser Tag, aber das gehört halt dazu. Ich wollte euch jetzt auch nichts vorspielen. Mir ging es richtig, ich war richtig mies gelaunt. Heute tatsächlich nur weniger besser, wenig besser, weil ja, also ich bin aufgewacht, da war alles gut, habe ich gedacht, also das heute wird ein guter Tag. Dann bin ich runtergegangen, um mein Video, was ja gestern nicht online ging, weil das mit der Bearbeitung nicht so ganz funktioniert hat, online zu stellen. Wieder nicht geklappt. Da war wieder irgendwas Kacke und dann saß ich da und meine Zeit lief nur so davon und ich war da am Bearbeiten und am Bearbeiten und dann habe ich es nochmal abgespeichert. Jetzt lasse ich es so. Richtig zufrieden bin ich immer noch nicht, aber ist jetzt so. Auf jeden Fall war ich dann wieder vollkommen genervt, weil das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Es ist jetzt auch online das Video, aber ich war sowas von genervt. Vor allen Dingen hat, na, also es ist ja, es ging ja von meiner Zeit ab, die ich heute Morgen brauchte. Ich war nämlich eben, jetzt geht es mir auch ein bisschen besser, weil ich jetzt alles abgearbeitet habe, was ich abarbeiten wollte. Aber ich musste halt noch zur Post. Und ich habe jetzt das Paket für Mara weggeschickt und habe auch eins geholt, was dort lag. Das mache ich aber heute Abend auch. Ich hoffe, es sind Geschenke drin. Also nicht für mich, sondern für andere, dass ich endlich weiter verschicken kann. Ja, ich musste da halt hin und deswegen dachte ich, ich war heute Morgen schon wieder so aggro und so genervt und mein Mann tat mir schon richtig leid, weil der konnte ja nichts dafür und ach, das war furchtbar. Ja, jetzt geht's ein bisschen und ich habe auch noch eine halbe Stunde, um ein bisschen runterzukommen. Das finde ich sehr gut. Ich werde jetzt noch meinen Tee trinken und noch ein bisschen Rocket Beans gucken, auf den Fernseher schmeißen. Und dann geht's zur Arbeit, aber ja, ich muss jetzt echt ein bisschen runterkommen, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Gestriger Tag schon so scheiße geendet. Schlechte Laune, warum auch immer. Und dann geht es heute Morgen so weiter. Und ich dachte mir so, das kannst du nicht bringen. Die armen Leute, die dir zugucken. Also ich hoffe, heute Abend wird es noch ein bisschen besser. Wie gesagt, jetzt gerade geht's. Ich hoffe, es bleibt so. Beziehungsweise steigert sich. Ich hoffe es. So, meine Lieben, ich bin wieder da zu Hause. Und ich bin irgendwie fertig. Ich hatte auch einen ganz komischen Tag, also ja, irgendwie war der Arbeitstag heute echt heftig. Ich muss das noch so alles ein bisschen sacken lassen, diesen Tag irgendwie, ich weiß nicht. Ja, und es gibt aber was Schönes, was mich an diesem Feierabend erfreut, und zwar kam was von Mara, so ein Plätzchen. Da lasst uns reinsehen. Ja, also, da haben wir. Oh, ist das schönes Papier. Also, das wird natürlich alles erst später gelesen. Und das wird auch alles, was das wohl ist, natürlich erst Heiligabend aufgemacht. Ah, oh, so viel Schönes, so viel Schönes. Oh, das ist weich. Ah. Das Einzige, wo wir reingucken werden, ist das hier. Die Box. Ach, Moment. So. Und eins, zwei, drei. Guckt euch bitte die Schneemänner an. Das ist so geil. Hallo? Was? Du hast dich aus der Kälte gerettet. Und die, oh, sind das, ist das nicht, es ist einfach. Ach, Mara, es ist so liebevoll. Oh, mit Glitzerperlen und so und. Bitte, wie toll sind die? Was? Ja. Oh, richtig, ich freue mich schon. Oh, diese Schneemänner, oder? Der Hammer. Die finde ich übrigens richtig. Wann ist die? Ja, ich glaube schon. Aber da waren noch andere. Die hattest du letztes Jahr schon gemacht. Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr hast du das vielleicht nicht gemacht. Weil die fand ich echt gut. Jetzt packe ich die hier alle an, ne? Einen muss ich essen. Hier, so einen kleinen Vanillekipferl. Als ob ich nicht schon genug Vanillekipferl hätte. Ich liebe deine Plätzchen, Mara. Bin einfach nur begeistert. Ach, ich möchte sie alle essen. Nein, das muss jetzt. Aber das da esse ich. Ich weiß zwar nicht, was es ist. Ich hoffe, man kann es essen. Ja, das ist vom. Das kann ich sogar hier nachvollziehen. Oder auch nicht. Von so einem Mond? Keine Ahnung. So ein Knetding, das klebt da an am Deckel.
Hallo? Es klebt am Deckel. Oh, Marzipan. Geilo. Danke, Marco. So, ich habe da jetzt das Video geschnitten. Das rendert gerade, das andere ist online gestellt. Und ich werde jetzt das Geschenk für mein Patenkind einpacken. Das könnt ihr auch sehen, weil ich gehe nicht davon aus, dass er meine Videos schaut. Das hoffe ich zumindest. Dafür ist er noch ein bisschen zu klein und seine Mama weiß, was er von mir bekommt. Deswegen, ja, kann ich euch das auch gleich gerne zeigen. Ich werde das jetzt einpacken. Und ja, vielleicht noch schnell die Karte schreiben. Für die Familie, weiß ich aber noch nicht genau. Ja, und danach duschen und... Ach nee, ein Adventskalender will ich noch aufmachen. Aber... Ich überlege gerade, wo ich mir eben die Kamera anstecke. Oh, da klebt ja noch das Tesafilm. Ja, guck mal. Ja. Ich stelle hier mal ab. Könnt ihr irgendwas davon sehen, vom Fußboden? Oh ja, tatsächlich. Und dann packe ich jetzt mal das Geschenk ein, wa? Willst du nun hier, Madame? Nehmen wir das Geschenkpapier. Um 10:30 und ich habe gerade geduscht. Ich werde jetzt das Video hochladen für morgen. Morgen Abend. Und gleich mal eben mit euch den Adventskalender öffnen. Ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit so lange war. Irgendwas ist jedoch anders als sonst. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich kenne mein Passwort nicht. Und deswegen habe ich YouTube nicht eingeloggt. Warte. So, nun aber. 10:30, es wird Zeit. 18. Oh, Scheiße. Echt schon 18. So. Da haben wir ein Auto mit, ich weiß es nicht, ja. Alter. Ach nee, das ist die mit dem Eis und Elsa. Das ist ein Auto. Das ist ein Mülltransporter oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht einfach nur ein Auto. Durch diese ständige
Türen auf, also Adventskalender-Türen aufmachen und nee, das wahrscheinlich nicht, aber das ständige Aufmachen der Adventskalender-Türen ist ernsthaft mein Nagel da eingerissen, ne? Also der hat den Nagel. Ich weiß nicht, was ich noch hin bricht mir jetzt mal ständig irgendwie weg da. Also das bricht nicht weg, aber der Nagel knickt so um. Versteht ihr, was ich meine? Das ist furchtbar. Mein Mann schläft übrigens schon. Bin ein bisschen neidisch. Kenne ich gar nicht. Und es ist auch nicht beschrieben, wie das befestigt wird. Ich war gerade irritiert. Aber jetzt weiß ich es. Was ist das, ein Kackhaufen? Ein Auto, das kann ich nachvollziehen. Ja, das ist ein Auto. Soll das ein Geländewagen sein? Und das ist das Gelände dazu? Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja eine Idee, was es sein soll. Ich weiß es nicht. Ich stelle das Auto auf jeden Fall mal hier. Zum Rennwagen und der ist viel weiter vorne, weil der hat viel mehr drauf als der Rennwagen. Und das, ich weiß es nicht, ich stelle das jetzt mal dazu. Was auch immer das sein soll, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Naja. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt auch schon echt lange den Adventskalender von IKEA nicht mehr aufgemacht, aber oh, morgen. Mein Mann will ja auch probieren und ich habe jetzt eh keinen Bock auf Pralinen oder sonst irgendwas. Ich werde jetzt das Video beenden. Und ja, hoffen, dass es einfach besser wird. Die letzten Tage sind so. Es fühlt sich an wie eine Winterdepression. So beim Weihnachten. Aber da sind ja auch viele depressiv, ne? Was heißt depressiv? Das klingt jetzt so, aber dass man so ein bisschen trübselig ist tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Naja, ich hoffe, es wird besser. Aber spätestens, wenn nun wirklich irgendwie die alle zur Ruhe kommen und die Feiertage nahen. Das ist ja nicht mehr lange. Ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Weihnachtspost bekommen habt. Das war ja jetzt meine erste Vermahnung. Ich bekomme auch tatsächlich nicht so viel Weihnachtspost. Ich freue mich immer sehr über Briefe, die dann mal im Briefkasten landen, aber so Päckchen sind es eigentlich meistens nur von zwei Personen. Ja, Mara und Mia schicken, weil die halt auch ein bisschen weiter weg wohnen. Die schicken mir, oh, das finde ich immer schön. Ach ja, und das war gar nicht die erste Weihnachtspost. Ich habe meine Schwiegereltern vergessen. Wobei, das war auch keine richtige Weihnachtspost. Ich meine, die Weihnachtsgeschenke. Entschuldigung, war da gar nicht bei. War ja nur Plätzchen und Stollen und sowas. Aber vielleicht habt ihr ja schon Weihnachtspost bekommen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder.